Servus und hallo, willkommen zu Star Trek Timelines in den unendlichen Weiten des Weltalls. Wir sind hier beim dritten Mega-Event und der Anu ist auch wieder mit dabei. Ja, moin! Juhu! Und wir haben eine schöne Lichterkette hier rund um die Discovery. Und Anu schon gesagt hat, nein, ist eine Lichtspiegelung. Ich sage, es ist eine Lichterkette. Eine fette LED-Lichterkette rundherum gezogen. Ja, sehe ich nicht. Was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Ich bild mir halt ein, dass es richtig schön weihnachtlich ist. Ja, ich habe Weihnachtsmusik im Hintergrund bei mir angemacht, extra für die Aufnahme jetzt hier. Hast du wieder die Dinges drauf? Nee, ich habe was Neues gefunden. Aber Ich habe mal durchgeklickt, das ist die ganze Zeit einfach nur am Klavier. Also zwar ein gutes Klavier, nicht diese Billo-Klaviere, aber... Jetzt nichts Dramatisches. Mhm. So. Ah, ich sehe gerade die Pack-Opening, Pack-Offer wieder. Amazing Value. Amazing. Von Amazon. Reach for the stars. Thanks for playing Star Trek Timelines. Here's an amazing special offer just for you. Mhm. Nur für dich. Hat aber jeder. Also nicht wundern. Und so. Oh, da steht doch, es ist nur für mich. Ja, aber das lügen ist... mich die? Nein, definitiv nein. Wir lügen mich die? Erzählen mir die Lügen von Disruptor Beam? Bin ich nichts Spezielles? Bist du auch diese, ich habe keine Ahnung, wie die Spezies noch hieß aus Galaxy Quest? Die mit Lügen haben wir uns noch nicht so gut beschäftigen können. Wir haben aber schlechte Erfahrungen mit diesen komischen Echsenwesen in der Vergangenheit gemacht, als die gestanden haben, naja, wir sind eigentlich nur Schauspieler, wir tun nur so, als ob. Stimmt, das gab's auch. Ach, Galaxy Quest, muss man auch wieder angucken. Immer wieder göttlich. Immer wieder, ja. Immer wieder. Wo war das denn noch? Immer wieder. Achso, Black Decker. Diese Werbeschädigung. Ja, das ist grauenvoll. Geil, gerade haben wir uns über die Auswahl unterhalten, wie oft wir Auswahlen bekommen, die alle, wo wir alle schon unsterblich haben. Mhm. Beim Shuttle ist es irgendwie auch so, immer wenn ich Shuttles durchschicke, nicht geklappt, oh, einmal durchgekommen. Ja, man fiebert ja schon mit dem letzten mit irgendwie so ein bisschen, ne? Bitte wenigstens eine. Ja, wenigstens eine Crew, die was drauf hat. Die anderen stranden ja echt alle mit ihren Shuttles. Ich weiß nicht, was die genau machen. Ja, man hat teilweise echt das Gefühl, wir schicken dann nur Dilettanten in den Shuttles los. Aber in Wahrheit ist das schon das Beste. Die Crème de la Crème. Wie bei Voyager. Die sämtlichen verloren gegangenen Shuttles. Wo man sich dann denkt, hä, so viel hat man doch gar nicht. Die haben sich damals beim Auslaufen verzählt. Captain, in Wahrheit hatten wir 102 Shuttles. Ach ja. Wie war dein Tag? War wegen einem Bett schauen. Ein Bett? Bett kaufen. Ist das alte Tode gepoppt, ja? Genau. Das ist der offizielle Grund. Ah, okay. Die hätten auch ordentlich geguckt im Möbelhaus. Ist nur mal eins, was wirklich was aushaltet. Wollen wir es austesten? Nein, es hat noch vom Vormieter die Matratze und mittlerweile gibt es echt schon schicke Matratzen. Ich war so huiuiui. Ganz schön krass, was da neuerdings alles gibt. Die haben jetzt sogar Features. Also ich warte noch auf die erste Matratze mit Bluetooth. aber ich habe auch noch so einen alten Lattenrost. Das ist die Frage, den Lattenrost auch tauschen. Der ist montiert aufs Bett, das heißt, das Bett auch tauschen, Fragezeichen. Also wenn ich dir eine Empfehlung geben darf. Jetzt kommt's. Bockspringbett. Such mal dazu was. Okay. Dann Spaß hier nämlich den ganzen Lattenrost. Entschuldigung, verschluckt. Den ganzen Lattenrotzkram für sämtliche Zukunft. Lattenrotzkram? Genau. Mhm. Ja, okay.
Weiß nicht, ich finde, da liegt man nicht ganz so geil, oder? Ich finde es super bequem. Okay. Warte mal, ich muss mal einen Schluck nehmen. Ich hab mich irgendwie so verschluckt, dass das jetzt irgendwie die ganze Zeit im Rachen kratzt. Entschuldigung. Mach mal. Gurgeln. Nee, kann ich jetzt nicht. So. Nee, also ich finde das, was ich hier super bequem. Kannst ja mal zumindest mal Probe liegen, wenn du jetzt noch keins ausgesucht hast, ne, aber ansonsten. Und jetzt haben wir gedacht, was wie vorbeikommen und Probe liegen? Was? Was? Nein, wenn du dir jetzt noch keins ausgesucht hast, dann kannst du ja, wenn du das nächste Mal auf der Suche bist, einfach mal in dem Laden in ein Boxspringbett Probe liegen. Okay, passt. Ich wollte jetzt nicht dein Bett Probe liegen. What the heck? Du denkst aber auch manchmal verquer, ey. Du kannst du mal Probe liegen. Ich habe ein Boxspringbett, kannst du mal Probe liegen. Okay. So war das eigentlich nicht geplant. Da hilft auch schon die Weihnachtsmelodie nicht mehr drüber hinweg, ey, ganz ehrlich. So. Ich hab gerade noch eine Reise los. Eine Reise. Reise. Reise ist ganz weise. Und wie war dein Tag? Dein Urlaubstag? Nachdem wir gestern zeitig aufgehört haben mit unserer Aufnahme. Mhm. So um 2 Uhr morgens. Nachdem wir irgendwann nur festgestellt haben, dass da 2 Meter Schiene fehlten einfach nur. Ja, echt? Wie konntest du nur Ahnung? Ja, ich hab die ja auch gebaut, die Schienen, ist klar. Ich habe mit Telekinese deine Maus bedient und ferngesteuert und gesagt, eben. Die 2 Meter jetzt löschen, damit sie schön 4 Stunden danach suchen. Eben. So war's. Mhm. Ja, war ganz gut. Ich habe ausschlafen können in aller Ruhe. Und ja, bin wieder fit. Bereite mich auch ein bisschen auf morgen vor, auf den langen Streamabend. Mhm. Heute erstmal STO installiert auf den neuen Rechner. Hey! Ich kam mir so beschmutzt dabei von Nightshare. Du hast dir das ausgesucht. Ja, es ist traditionsverpflichtet und so. Also, es sind jetzt ein Jahr vergangen. So langsam vergisst man seine Gräuel über die Spiele. Das ist wie bei Timelines. Da hatte ich auch meine Gräuel. Haben ein Jahr gebraucht. Oder Stellaris. Ja, das ist mittlerweile auch wieder in so spielbaren Gefilden angelangt. Merkst du, du hast ziemlich viel Grauen gegenüber Spielen. Das eine oder andere. Also, ich sag mal, aber enttäuschtesten war ich tatsächlich eigentlich nur bei STO. Timelines war mir dann einfach irgendwann von dem täglich. Du musst die Events schaffen. War mir irgendwann zu viel. Einfach von. Zu Zwang quasi. Zu viel Zwang, genau. Jetzt habe ich vergessen, was ich hier klicken wollte. So, nochmal neu. Und bei Timelines irgendwie immer weiß, was man kriegt. Ja. Bei STO hat man auch Erwartungen wahrscheinlich. Und bei Timelines ist es einfach okay. Jede Woche dasselbe. Ich habe bei STO mittlerweile, glaube ich, weniger Erwartungen als bei dem Spiel hier. Ja, mittlerweile, oder? Du hattest ja doch eine Zeit lang eine hohe Erwartung, wie du gesagt hast, boah, neues Update hier, Deep Space Nine, alles viel geiler. Das war deren Hochphase, das war letzten Sommer die absolute Hochphase vom Spiel und danach ging's echt im 90-Grad-Winkel nach unten, aber auch weg. Da waren ja eben Erwartungen von dir, oder? Dass du gesagt hast, boah, das wird ein geiles Update. Das war ein super geiles Update, der Content war gut, die haben ja wirklich alles mal richtig gemacht. In 9 Jahren haben sie mal alles in ein Update mal richtig gemacht. Und man dachte sich, das ist ja auch schon mal was. Sie haben die Kurve bekommen. Endlich. Jetzt geht's nur noch so weiter. Und danach sind sie quasi wieder 10 Jahre in die Vergangenheit gereist mit ihrem Können. Mittlerweile? Hat sich stark verändert? Nee, aber meine Erwartungen sind halt so weit unten. Also das Spiel hat sich nicht so verändert.
Oder hast du gar nicht so genau reingeschaut? Ich habe dieses Jahr zweimal reingeschaut, um genau zu sein, mit Toni, für die neuen Missionen, weil sie ja im Original nur zweimal neue Content-Missionen rausgebracht, dieses gesamte Jahr über. Die waren okay. Nicht weltbewegend, aber okay. Okay. Aber okay ist für STO schon, was für andere Spiele gut ist, weil es gibt locker ist 60% der anderen Missionen sind schon unter okay. Ist das wie im Bett, wenn man sagt, so, es war ganz nett? Oder ist das eine andere Messlatte? Ich würde STO im Lebtag nicht mit irgendwelchen Bettgeschichten vergleichen, weil an die Latte kommt es nicht ran. Die Latte. Verdingst. Also der Moment, wenn mir bei STO einer abgehen würde, da muss ich aber ganz verquer laufen irgendwie. Das gibt's nicht, okay. Wie sagen wir solche Themen, wenn ich die Weihnachtsmelodie im Hintergrund höre? Das ist, Musik passt zu null zu unseren Themen hier heute. Passt die jemals? Naja. Stellaris-Musik passt ja irgendwie gefühlt zu allen Themen, die wir hatten früher. Ja, und bei Stellaris war es einfach nur dieses typische Paradox-Phänomen. Warum stellt ihr immer alles um? Ich habe keine Lust, das ständig jede Woche neu zu lernen. Warum? Es hat sich so viel verändert. Warum? Warum? Und, ja. Ich meine, du hast ja selbst auch, also privat, noch mal jemals wieder Stellaris gespielt? Nee. Na, ja, siehst du. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich dann das total ablehne oder so. Ich sag, boah, schlechtestes Spiel ever, nie wieder. Das habe ich auch, glaube ich, nie gesagt, dass ich jetzt das schlechteste Spiel ever finde, aber ich hatte dann in dem Moment einfach keine Lust mehr drauf und das habe ich halt. Ja, das hatte ich aber auch, weil wir haben unser Let's Play auch so lang gehabt und dann gleich den Stream danach. Da braucht man dann noch ein bisschen Abstand mal. Jo. Zumal wir ja, also aus meiner Sicht war es so, wir haben das Let's Play mit einem Ruck beendet, um zum Stream das Spiel nochmal updaten zu können. Mhm. Und dann reingeschaut, ohne irgendwie vorher mal was gesehen zu haben von dem neuen Features da. So. Und wer Paradox-Spiele kennt, der weiß, wenn die irgendwie alle 3 Monate ihren Content-Update raus, Entschuldigung, hauen, dann ist da wie ein großes Zahnrad, was die Spielmechanik komplett schon mal dreht. Stellt euch vor, wie ein Timelines, wenn ihr nach 10 Jahren wieder reinschaut, dann ist es, naja, selbst dann ist es nicht so annähernd so schlimm. Ja, gut, Timelines wäre es wahrscheinlich so, ich bin gegangen, als das Spiel 200 Charaktere hatte, jetzt hat es 10.000 Charaktere oder so. Aber also so, sie drehen ja viel an den Mechaniken, was vorher safe war, funktioniert dann nicht mehr so, da musst du andere Wege finden und das ist ja sehr tiefgreifend dann bei solchen, also wie Europolisales und sowas als Beispiel. Mhm. Ein falscher Klick und du löst da Weltkriege aus. Sogar noch am harmlosesten finde ich Stellaris. Ja. Im Vergleich zu den anderen beiden. Ja, aber wir hatten beide das Spiel 1,5 Jahre lang nicht aktualisiert. Und da waren so viele neue, also für mich zumindest, so viele neue Features drin, die ich nicht begriffen habe. Und ich bin dann eigentlich nur den Gedanken gefolgt, okay, diesmal machst du keine Handels-, also keine friedliche, pazifistische Handels-, ja. Sondern so wie du in dem Let's Play eine Kriegerrasse, die, ja, Säuberung, gib ihm. Klingt jetzt irgendwie falsch, auch mit dieser Weihnachtsmelodie wieder. hab das ausgewählt. Und so nach 10, 15 Minuten war mein eigenes Volk gegen mich wegen dieser Entscheidung. Ja, du hattest da, glaube ich, jemanden anderen vertraut. Vertraue niemals anderen Völkern. Und deine Pazifisten sind darauf so gar nicht klargekommen. Wie war es jetzt, der vertraut wem anderen? Nicht uns? Ja, man muss da, glaube ich, irgendein. Diese Abspaltungen da muss genau. Man irgendwie. Zufriedenstellen. Ja, die politischen Fraktionen oder sowas, wie die heißen, keine Ahnung. Das ist am nervigsten, die sollten die ganze Politik rausgeben, das habe ich für Endless Space auch schon gedacht. Ja. Da habe ich mich am wenigsten durchgesehen durch diese ganze Politik-Scheiße. Wie in echt, einfach Politik abschaffen, ey. Kann nur besser dann werden. Einfach alles besser. Jeder lebt fröhlich vor sich hin. Anarchie. Oder wieder Könige einführen. Oh Gott.
Ja. Aber wie gesagt, man hat dann so sein, ich nenne es Groll, keine Ahnung, ich wüsste jetzt kein anderes Wort dafür, seinen kleinen Groll gegen das Spiel, hat dann in dem Moment keine Lust und dann muss man das erstmal wieder so ein bisschen abklingen lassen und dann kommt die Lust doch von alleine wieder. Mhm. Und damit kann ich einigermaßen gut, komme ich einigermaßen gut zurecht eigentlich. Na gut, oh. So, das war wie gut. Euer Tag war, schreibt es in die Kommentare. Herrlich. Ja, nach den 15 Minuten dann fangen wir mal an mit dem eigentlichen Content. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, es sollte was Weihnachtliches kommen, weil sonst wird es wohl heuer nichts geben und offensichtlich wird es heuer auch nichts geben. Also eine Weihnachtsaktion ist jetzt nicht eingetreten. Wir haben 5 Grubplätze mehr und offensichtlich gibt es wieder ein Daborat Vergünstigungsgeschichtel. Geschichtel. Jo. Aber ansonsten nichts, was ich so sehe. Keine speziellen Angebote. Da ist einfach nichts. Unendliche Leere. In unendlichen Weiden. Aber ja, schauen wir uns mal das Event an. Jo. New Eden. Das wäre jetzt so einfach zu übersetzen gewesen. Naja. Guti. Belohnung. Sieht ihr froh, dass sie es nicht gemacht haben. Wir hätten einen neuen 5-Sterne-Kirk. Ist doch, glaube ich, neu, ne? Also, ich kenne ihn noch nicht. Mensch, Föderation, Sternflotte, Improvisationstalent, einfallsreich, romantisch, dieb und verzweifelt. Da freue ich mich auf die Übersetzung. Hat das was mit dem Besen zu tun? Ich glaube, das nicht. Ja, Arbeiter. Hilfsarbeiter. Ah, okay. Ja, Labour oder Knecht. Labour Party von den Engländern. Da hätte man auch irgendwie drauf kommen können, ey. Ich hoffe, sie nehmen den Knecht. Kirk in Klammer Knecht. KK, Knecht Kirk oder was? Aber hey, mal kein Diplomat, ein Ingenieur. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der gut wird. Ingenieur, Befehl, Über Ingenieur doch den höheren Wert, ne? Ja, aber es ist Subwert halt. Ja, oh Gott. Es ist auch nicht so oft Ingenieur und Befehl. Wenn man nimmt, was man kriegen kann, wa? Boah, dann haben wir das M113-Wesen. Soweit war ich auch schon in TOS. Das kenne ich schon. Yay, das müsste eine der ersten Folgen sein. Ja, genau. Bist du über die 7 eigentlich schon hinaus? Nee. Okay. Ich guck gerade parallel Breaking Bad und das. Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, nach der 3. Staffel wird TOS besser, aber die hat nur 3 Staffeln. Das Prinzip wie bei Deep Space Nine funktioniert da leider nicht. Damn it. Die Kinofilme dann, die Kinofilme reißen es raus. Ja, gerade der erste. Oh je. Aber ich hatte es mal schlimmer vorgestellt. TOS. Wieso? Ja, viele Filme von damals oder Serien kann man schwer heute noch gucken. Genauso wie Spiele. Wenn man mit denen nicht aufgewachsen ist. Wenn keine Nostalgiebrille dabei ist, kann man die schwer gucken. Ja. Und TOS geht eigentlich. Man weiß ja von Beginn an, auf was man sich einlässt. Du setzt mal schon die Erwartungen ein bisschen weiter runter und ja. Ich finde, das geht. Der Vorteil für dich dürfte und für andere Star Trek-Fans dürfte einfach sein, dass das Universum dazu noch passt. Wenn du das jetzt gucken würdest, ohne dass du irgendwie über TNG, Deep Space Nine, Voyager und KOKG in diesem generellen Universum dich auskennst und das als ein Wohlfühlserien-Universum hinnimmst, ich glaube, dann würde die Serie vielleicht auch nicht so in der heutigen Zeit ansprechen. Ich meine, manche, diese Evil Kirk-Folge zum Beispiel, wo er da den Transporterunfall hat, da denke ich mal schon, meine Güte, ey. Der Hamster da die ganze Zeit auf dem Schiff herum und keiner kriegt's mit. Der eine hat eine Narbe und der andere nicht. Gucken, suchen wir den mit der Narbe. Wo ist er wohl? Mit dem viele, wenn die Kamera guckt. Shatner.
komplett schweiß gebadet und. Ich bin Captain Kirk! Ja, genau. Und dann mit dem Transporterunfall. Ich weiß nicht, der Transporter funktioniert nicht. Schick mir mal den Hund drauf, der aus Versehen irgendwie auf Shuttle-Mission war. Und ich mir denke, wer nimmt einen Hund mit auf Shuttle-Mission? Also nicht auf Shuttle-Mission, sondern hier auf Außenmission. Auf Außeneinsatz. Ja. Und der Hund ist böse geworden. Also hat der Transporter eine Fehlfunktion. Weil so einen bösen Hund gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Okay, gut. Wieder was gelernt. Ja, es sind diese typischen, was man ja auch, wo wir schon mal drüber gesprochen, diese, auch bei TNG, gibt es ja in den ersten zwei Staffeln, dieses, das Publikum weiß schon viel mehr als die Crew und man möchte es am liebsten in den Fernseher hineinschreien. Diese Momente sind sehr häufig in TOS. Möchtest du uns da was berichten? Nein, nein, nein. Verdammt, Captain Kirk, knall ihn ab! Aber es sind schon diverseste Fernseher draufgegangen beim Tosco. Nein, Chat. So eine Selbsthilfegruppe stelle ich mir gerade vor. Ja, auch ich habe meinen Fernseher angeschrien hier. Bei mir war es Tos. Ja. Und die anderen alle, oh Gott, Tos, ja, ich fühle mit dir. Was auch bei dir, diese eine Folge. Oh ja. Diese eine. Oh. Naja. Jo. Genau, da war das Wesen. Dann haben wir den Pille McCoy in Gefangenschaft. Jo. So weit war ich noch nicht. Pille schaut McCoy nach Kinofilm aus. Nicht Dr. McCoy, oder Pille McCoy. Kinofilm, oder? Weil er da schon älter ausschaut. Ja, ja, locker. Rura Prente. Naja. Die Geschichte. Okay. Dann haben wir zwei Sterne Lieutenant Commander Scott. Ein genialer Ingenieur. Naja. Mit schottischen Wurzeln, dem es immer wieder gelang, Captain Kirk und die USS Enterprise vor Gefahren zu schützen. Nicht zu schützen. In Gefahren zu bringen. Ich meine natürlich, Gefahren zu schützen. Ich finde die Aussage sogar falsch. Er hat sie nicht vor Gefahren beschützt, sondern aus Gefahren gerettet. Ja. Wenn er sie schützen würde, dann hätten sie ja nie eine Gefahr gehabt. Dann hätte es ja keiner mitbekommen. Aber auch selbst das wäre falsch, oder? Ja. Ja. Also nicht im Alleingang. Also. Ja, nee, er hat es nicht allein geschafft. Nein, auf keinen Fall. Ist ja nicht immer ein technisches Problem gewesen. Dann haben wir Scared Scotty, der neue Vier-Sterne-Held. Der ganz entgeistert auf seine Hand guckt. Ja, und auf, ich frage mich, wo der herkommt. Ich glaube, in seiner Hand ist das Blut? Oder eine Schleife? Eine Schleife? Ja, weil das runtergeht, so über den Bauch hinweg. Als hätte er irgendwas in der Hand. Ist das was Terranisches, was der anhat, oder ist es eine normale Uniform? Nee, normal. Okay. Er war auch nicht, aber doch, er war auf Terra, aber mit die Terra-Uniform und TOS dann anders aus. Okay. Gibt es vielleicht einen Infotext in der... Ich guck grad. Scotty. Nee. Live-Google mit Ann und Valvo. Ja, mal gucken, was da rumkommt. Sonst kannst du mal was erzählen. Und ah, ja, doch, ein Wolf in Schafspelz. Okay, das, was ich mir dachte, das müsste Blut sein. Wolf da wird Scotty beschuldigt, mehrfach irgendwelche Frauen, zumeist, glaube ich, irgendwie die Tänzerinnen von dem, ja, keine Ahnung, kann man das schon Strip-Table-Dance-Lokal nennen?
Keine Ahnung, da tanzt eine halbnackte Unionerin auf Tischen rum. Dann gucke ich doch weiter. Staffel 2. Man muss es den Leuten nur schmackhaft machen. ja, der wird beschuldigt, da irgendwelche Frauen zu ermorden zu haben, aber er war halt immer nur im blöden Moment zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort sozusagen. Und es fuhr der Geist von Jack the Ripper durch die Gegend. Okay. Der immer mal deswegen ist er erschrocken. Ja, ich glaube eher wegen der Toten vor ihm. Die da aber jetzt noch nicht zu sehen ist. Mhm. Das halbe Kleid hat er schon mal in der Hand. Stimmt, das könnte auch ein Kleidstück sein. Aber sie haben, ich glaube, in Tos kein Blut gezeigt, ne? Ja, das ist irgendein Stoff, den er da hat. Die Frage ist, ob es guter Stoff ist oder schlechter Stoff. So zieht er ihn mit der Leine so, wie mit der guckt. Spritze. Wie er guckt, eher nicht so gut. Das wollte ich mir verkaufen. Ist der letzte Dreck. Und verzweifelt ist er auch, also kann kein guter Stoff sein. Na, endlich mal wieder ein verzweifelter Charakter, das wurde aber auch Zeit. Mensch, Sternflotte, Föderation und Improvisationstalent noch dazu. Mhm. Ingenieur, Diplo. Okay. Dann haben wir bei 25.000 wieder den guten Garth. Ja. Und das war's. Und nichts mehr. Oh, ich kann bei meiner Reise, sehe ich gerade hier. Welches Dilemma erwartet uns denn heute? What's my scroll, scroll, scroll. Aber man kann ja auch oben anklicken. So. Nee, keine 4-Sterne-Kurauswahl. Okay, dann nehmen wir. Lalala, das da. Das Tolle ist, ich habe mein Schiff ist auf dieser Reise seit genau einem Tag jetzt. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lilane Charaktere gesammelt. Warte, wie lange jetzt? Entschuldigung. Ein Tag. Okay, 8 lila? 8 lila. Und davon hast du alle schon. Davon habe ich alle und die sind auch alle eingefroren. Gratuliere. Danke sehr. Also ich. Und wieder die Selbsthilfegruppe. Ich fühle mit dir, Arno. Vor allem, es sind auch welche dabei, ich weiß, wie es dir geht. Die ich erst vor kurzem eingefroren habe. Also zum Beispiel Anish. Oder den Bakuvor. Stimmt, wie hattest du letzte Woche, glaube ich. Letzte Woche assimilierter Tuvok. Woche assimiliert eingefroren. Ich glaube, die einzige, die. Ja, die hier, die Dr. Gillian Taylor. Die ist, glaube ich, die einzige, die nicht eingefroren ist, aber die habe ich auch schon auf 4 Sterne. Level 60, Dr. Gillian Taylor auf 4 Sterne. Ich bin belastend. Oh je, Anno, oh je. Ein ganzer Tag für nichts. Scheiß Urlaub. Naja. Gut, zugegebenermaßen, ich habe sie gestern schon gestartet. Ich gucke da ja nur alle 4, 5, 6 Stunden rein. Ich habe gerade nebenbei geschaut, ob es Neuigkeiten gibt für nächste Woche fürs Mega-Event. Und? Das wird ja Dings sein, Shuttlen leider wieder. Aber steht noch nicht da, welche Crew. Okay. Aber wahrscheinlich auch Tos, oder? Weil momentan haben wir irgendwie die Tos. Könnte man vorstellen, nachdem sie gerade alle durchnehmen, wird Spock wieder dran sein. Wir hatten ja Uhura, wir hatten McCoy, wir haben jetzt Scotty, Kirk. Irgendwen hat man noch. Also wovon es relativ wenig gibt, sind tatsächlich sowas wie Chekov oder Chapel oder. Ja, Chekov vielleicht auch noch, ja. Und ja. War nicht Sulu auch letzte Woche? Oder vorletzte Woche? Ja, aber mit dem lila, mit dem goldenen oder mit dem blauen, was meinst du? Ja, beides. Nee, warte mal, letzte Woche. Weil jetzt hatten sie ja bisher 6 Charaktere von TOS und ich denke mir einfach mal, dass beim nächsten Event dann noch 2 weitere kommen werden. Das kann gut sein. Also letzte Woche gab es die Lieutenant Uhura blau mit grüner Uniform. Mhm. Die habe ich nämlich noch auf Level 80. Die habe ich noch nicht durch.
Also ich könnte mir vorstellen, Spock fehlt noch, dass da vielleicht wieder ein Lilaner kommen könnte. Bei Goldener gibt es eh auch schon so viele von dem. Ich meine, es gibt schon so viele Lilaner. Und sie haben vor allen Discovery halt. Letztens vor ein paar Tagen hatten sie den Captain Scott als Kaufangebot irgendwie hier drin. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest. Oder ob das tatsächlich eins dieser seltenen Kauf-Dinger bei Einzelpersonen war. Ja, aber das nehme ich nie. Ja, ich auch nicht. Ich hatte den Captain Spock schon auf 5 Sterne, also ich brauchte den nicht. 10 Euro ist mir da auch das nicht wert. Jo. So. Nee, aber ansonsten gibt es nichts, was das betrifft. Aber ich habe gesehen, eine Nachricht: What's on the horizon for 2020? On the horizon. Also, irgendwann mal 2020 wollen sie Quality of Life Improvements machen, also das, was sie vor einem halben Jahr schon angekündigt haben, wie sie sich noch entschuldigt haben für den ersten Lebensqualität, meine Lebensqualität mit dem Spiel dazu? Enorm. Also, dass ich das so erleben darf. Wirst dich wie ein anderer Mensch fühlen. Krass. Krass, genau. Yeah. Mainly the long-awaited inventory improvements that will prevent disappearing items. Die haben mein Video gesehen. Herrlich. Ja, mir steht nicht da. Das reicht ein Quality of Life Improvement. Das ist alles. Deine Lebensqualität wird steigern. Vor allem, was machen sie? Sie erhöhen die Kapazität des Inventars von 1000 auf was? 1150? Ja, oder sie hauen eine Warnung dann raus. Achtung, Achtung. Geht da die ganze Zeit raus. Es hilft echt viel, wenn ich die Spielsounds aus habe. Da kriege ich nichts von mit. Tja. Na gut, genau. Das dazu. Dann hast du noch die Nachrichten? Nö. Lies ruhig vor. Nö. Ich hab die Dinge auf, da brauchst du mich auch nicht nachfragen. Die lenken mich nur ab von da oben, von diesen. Ganz. Ja. Wollte ich ausreden lassen. Also, und irgendwas legen sie sich ab. Ja, die lenkt mich nur ab, vor allem, weil ich da oben immer nur denke, das sind die oh cool, neue Schiffsbaupläne oder so. Und dann ist es nur so eine blöde Nachricht vom Spielehersteller. Blöde Nachricht. Und dann wieder ganz überrascht, echt? Das war schon mal angekündigt, wirklich? Ja, come on, ich meine, sie kündigen ja viel an, aber offensichtlich brauchen sie ein halbes Dreivierteljahr für die Umsetzung. Da brauche ich mir die Nachricht auch nicht angucken. Nee, ganz wichtig, dass jetzt Sherwood Forest Riker, der Little John Riker, Part der Collection ist. Ja, geil. Mein Respekt. Leben ist so viel wertvoller jetzt. Wenn sie wieder in der Gruppe zusammengestanden sind, sollen wir den in die Collection reingeben? Was sagt sie ihr? Also mal ein Brainstorm machen. Das war ein dreiwöchiges Event bei denen. Genau. Ah, okay, und in der Spielernachricht wäre das auch nochmal drinnen gestanden mit dem What's on the Horizon for 2020. Ich dachte, das ist jetzt extra Info von Disruptor Beam vom Forum. Aber offensichtlich Copy-Paste. Twelve Days of Special Offers and a Sale. Also bis zum 31.12. offensichtlich tolle Angebote. Mhm. Daily Limited Time Offers. Uiuiuiui. Genau, bis zum 31. steht jetzt aber nicht da, was speziell dann kommen wird. Aber wahrscheinlich wie diesmal auch. Was haben wir da im Angebot? 28 Euro für Chronitonen, Dilithium und Packs. Du hast es gekauft? Ja. Ja, oh Mann. Der Anno, der ist auch wieder so ein Geldgeber für die, das ist Wahnsinn. Es war Dilithium und Chronitonen dabei. Oh Mann. Weil ich brauche nicht das Dilithium, ich brauche es. Ich bin eisern bei der Kampagne, weißt du? Kauf nicht mal die. Bin gerade komplett auf Disruptor Beam Sparkurs. Ja, wie kannst du?
Du riskierst, ich weiß nicht, den College-Abschluss vom Grafiker oder sowas, keine Ahnung. Ich finanziere das nächste Rerun-Event. Sie haben kein Geld mehr, sie können nur mehr Reruns machen. Oh Gott. Naja. Ja. Zeitportal? Ja. Da haben wir den Torpedo-Search McCoy und den habe ich knapp nicht geschafft beim letzten Event. No. Oh. Ich wurde übrigens mit meiner Aussage bestätigt, dass das nicht unbedingt wie McCoy aussieht im Film. Mit dem Gesicht? Ja. Mhm. Also wenn dann wie eine Wachsfigur, die da gerade an der rechten Seite irgendwie zu lange eine Kerze stehen hatte oder sowas. Ja. Als du mich gefragt hattest, habe ich ja nur die linke Seite angeschaut und habe schaut die ganz gut aus. Und dann so. Oh, was ist das gemacht da? Ja, ja. Ja, Scotty. Kreatur. Wissenschaftler mit einem neuen 5-Sterne-Zulu. Der kommt aber nicht auf geile Werte, habe ich schon nachgeschaut. Ach, hast du den schon? Ich hab den noch nicht. Nee, habe ich nicht, aber ich habe auf Wiki nachgeschaut. Ah, okay. Ob sich die Kombi irgendwie lohnt, aber ja, nicht so. Vor allem, weil ich mit Kreuz und Scott schon voll habe. Ja. Also. Ja, das macht nicht viel Sinn dann mehr, ne? Dann haben wir gut in Rot. Das hätte sie auch als Weihnachtspack raushauen können. Die ganzen Leute in diesen alten Twok-Uniformen, also hier The Rest of Khan-Uniformen. Ich finde, das ist mit einer der besten Uniformen, die Star Trek hier rausgebracht hatte. Mhm, schaut cool aus. Magst sowieso dieses Rot, Schwarz, Gold, diese Mischung. Mhm. Wie eure Flagge halt. Rot, Schwarz, achso, oh. Echt? Unsere Flagge? Scheiße, boah, die deutsche Flagge, ey, die ist so geil. Ja, aber auch mit den eleganten, also auf diesen weißen Schulterdingern, die das vordere Teil halten, sind ja so goldene Embleme gold? Drauf. Okay. Naja, der weiße Streifen und auf den weißen Streifen sind goldene Embleme drauf. Ah. Das wirkt dann alles so. Es zum einen klar, edel. Es sieht ein bisschen edler aus, es ist nicht dieses langweilige Betragen irgendwelche Overall-Schlafanzüge oder sowas, sondern es hat eine gewisse Struktur, auch mit den Kragen oben, die relativ dick sind. Oh. Nicht die TNG-Strampler aus den ersten zwei Staffeln. Naja. Oder die, um das auch wieder abzuhaken, die Voyager-Strampler, die unter den Schuhen befestigt wurden. Mit okay. Immer beim Aufstehen und Setzen sich das so stramm zieht. Das haben sie sich aber, glaube ich, für die ersten Jahre der Deep Space Nine, diese Uniform auch, da hatten sie es auch so gemacht. Mhm. Okay. Komische Lösung, die sind manchmal anfällt. Ja, dann, beide Packs sind günstiger im Moment, also 94 die Lithium statt 6,50 normal. Ja. Also, da kann man zuschlagen, wenn man die noch nicht hat, da haben möchte. Ja, also mir geht's ähnlich, bei Wissenschaftler geht's mir ähnlich wie dir, den McCoy und den Scotty habe ich schon. Beim Gut in Rot, den Spock habe ich schon und den Sulu habe ich schon. Da fehlt mir eigentlich nur Chapel. Gute Chancen, Chapel zu kriegen eigentlich. Meinst du? Ich glaub, 90 zu 10. Echt, sie kommen so häufig vor? Warte mal, 90? Nee. Ich blick deren Rate hier auch nie so ganz durch, naja. Ja, dann haben wir Wunschpartner auf der rechten Seite. Ja. Mit einer neuen Lenara Khan. Wird. Die irgendwie wie Kira ausschaut. Lenara Khan. Wer soll denn das sein von denen? Die in der Mitte. Neben Cal Bear und Stamets. Ist das nicht eine Trill? Schaut nach einer Trill aus, ja. Was hat denn die mit Khan zu tun? Oder vielleicht ein komisch gewählter Nachname einfach nur. Okay, kann gut sein. Lenara Khan! Deep Space Nine, okay. Ja, Trill kam bisher nur bei DS9 wirklich vor. Und bei Discovery.
kommen sie jetzt wohl auch in Staffel 3. Liebe Interessen. Liebe Interessen, wir haben uns heute hier eingefunden. So, dann haben wir noch 38 Premium-Portale. Merit Awards. 38, okay. Oh. Basis und Dauerart. Dabo! Ich habe nur 6 kleine und ein großes. Zu ja, so wenig! Ich mach gerade von den Basis, da habe ich irgendwie 5 Stück, keine Ahnung, wo ich die habe, wahrscheinlich von der Kampagne oder vom Event irgendwo. Beim Event kommen die auch immer wieder. Okay. Ja, nur der Hoodie mal ab oder sowas. Hab ich noch, wo ist das? Wie kommt das doch her? Ist mir doch immer egal, wo es herkommt, ob es da. Und sind die da reingemogelt? So. Ich hätte ein paar zum Unsterblich machen. Mhm. Okay. Ich fange mal an. Ich habe die eben noch ganz schnell von Level, ich glaube, keine Ahnung, 80 auf 99 jetzt hochgeprügelt. Klingt falsch. Uhura. Ja, die mache ich auch gerade. 606 Diplo. Gar nicht so schlecht für 3 Sterne. Jo, gut. Ja. Wer hebt denn noch blaue Charaktere auf? Ja, jeder, der halt die Wochenendmissionen noch nicht gemacht hat, der neu im Spiel ist, ja, okay. Kann sich durchaus lohnen, die Uhura. Weil es gibt ja, glaube ich, diese Frauenmission am Wochenende, wo man nur Frauen braucht. Und da weiß ich noch, da waren 500er Werte damals. Also auf jeden Fall einer der besseren. Jo. Ihr zweiter Wert ist auch nicht so schlecht. Darauf muss man auch bei der Kampagne ab und zu achten. Kampagne sage ich bei den Wochenendmissionen. Also kann gar nicht so schlecht sein. Aber ich friere es mal ein. Wir brauchen sie nicht mehr. So, dann hätte ich Commander Tomalak. Mhm. Der Romulaner mit dem großen Kopf. Wo der Kopf so glänzt, dass es aussieht, als ob sie da irgendwie von irgendeiner, keine Ahnung, Mattel-Action-Figur das abfotografiert hätten. Ja, das ist auch so extrem groß, der Kopf. Ja. Amazing Value. Gönne ich's mir oder nicht? Dann habe ich die jetzt eine, ich würde mal. Ach, ich möchte schwach, ich möchte stark sein. Ich möchte schwach bleiben. Wett? Ach, guck mal, ich kann bei den Romulanern die neutrale Zone abholen. Wow. Durch Tomalak. Kriege ich mehr Ingenieursfähigkeit Minimum, Ingenieurswesenfähigkeit Maximum, 500 Ehre. Ich dachte mehr Lack. Ja, also ja. Verdammt. Endlich kann ich die Rostschäden an meinem Schiff ausgleichen. Endlich habe ich mehr Lack. Mehr Tomalack. Kaufen auch sie sich Tomalack für ihre Rostschäden. Das wäre so geil. Klingonische Fernsehspots. So, Angel One Riker. Oh, das Spiel hegt sich gerade auf bei mir, glaube ich. Zack. Kommt gerade nicht damit zurecht. Ich wollte gerade PvP machen, aber er zeigt mir gerade an, dass der Gegner Werte von 999 bis 999 hat. Respekt, geil. Dann 5 Sterne Durango Troy. Ich glaube, jetzt hat es das Spiel gehauen. Ich starte nochmal neu. Zack, die behalten wir natürlich. Und wer wird wohl die letzte sein, Valvo? Valvo? Ja. Wer wird die letzte sein? Fenway? Nein.
Kess? Nein. Seven? Nein. Hat man es schon? Wir hatten jetzt in letzter Zeit relativ häufig diesen Namen. keine Ahnung. Hurra. Gloria aus Cleveland! Natürlich. Dann mache ich hier noch ein bisschen Bau-Eventel. Also diese Woche ist ein Bau-Event. Also die sind immer ganz praktisch, weil man braucht doch nicht theoretisch nicht großartig mitmachen und kriegt ein gratis Portal. Und außerdem kriegt man so gratis Crew. Oh, ich habe dasselbe Phänomen wie du, glaube ich, gerade. Das ist dann immer sehr praktisch. Mein Spiel ist gerade abgekackt. Okay. Schön, dass wir das in der Aufnahme haben. Ja. Wo war es bei dir? Beim Öffnen der Stasis-Kammer. Okay. Da laden halt die Symbole halt einfach nicht. Da steht jetzt der Wilde. Also ich muss man aufpassen mit dem Druckausgleich. Oh Gott. ich kann tatsächlich noch zwei weitere Collections abholen durch Gloria und durch Durango Troy, weil die zwei 5-Sterne-Därmchen. Immer an Troy hat mir dann der Wilde Westen verpasst und Gloria dann der große Abschied. Mhm. Aber ich muss jetzt einmal eben. Timelines reagiert nicht. Schließen. Hatte ich beim letzten Mal mit der Gloria und der Dingens da. Die Collection. Collection. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht viel zu zeigen für die Woche. Bin am Überlegen, ob ich gleich mal hier einen Cut mache und dann schauen wir mal einfach bei dir weiter. Bei mir kommt doch gar nichts mehr, ich bin durch. Ja, hattest du nicht doch 1000 Leute zum Unsterblich machen? Ich hatte Uhura, ich hatte Tomalak, Agent One Riker, Durango Troy und Gloria aus Cleveland. Okay. Sind nicht jetzt 1000, aber das war das alles, was ich hatte. Okay. So, dann holen wir uns mal der Wilde Westen, 200 Kroniton und 250.000 Föderationskredits. Zack. Und großer Abschied, 250 Kroniton und 500 Ehre. Um das könntest du dir gleich neue Packs kaufen. Ich glaube, die Astrophilie würde sich freuen. Ja, ich könnte mir auch Ars of Geyser. Gas of Eiser holen. Ars of Geyser? Wer ist denn das schon wieder? Das ist der Bruder von Gas of Eiser. Eltern wollten sie es einfach machen. Na komm, ich würde sagen, ich mach mal. Aufgrund eines Transporterunfalls passiert. Oh Gott. Einer war gut, einer war böse. Hm. Ist auch noch nie wieder recycelt worden, diese Art von Geschichte in Star Trek. ich würde sagen, ich mache mal 3 Packs noch auf, dann habe ich 35, wie eine schöne glatte Zahl. Dann gucken wir mal, ob ich noch irgendwas. Oh, ich habe 4 Sterne Giorgio schon eingefroren bekommen. Das heißt, ich kriege keine Auswahl. Tschö. Das war Pack Nummer 1. Diesmal darf ich was auswählen, offensichtlich. Aber nur den letzten. Eingefroren, 4 von 4 Sternen. Wer denn? Khan, eingefroren, 4 von 4 Sterne, der das Bild in der Hand hält. Mhm. Dann der Harrison von Sektion 31, eingefroren. Und Lili, 4 mit 4 Sternen, schon bereits im Besitz. Okay. Nix für irgendwelche Fusionen. Nö. Noch nicht mal das. So, und last but not least. Auch hier darf ich wieder irgendwas auswählen gegen Ende mal. Eingefroren. Soren. Der Kirk-Killer. Gott sei Dank bist du schon eingefroren. Den will ich nehmen. Guck mal, wenn ich die kriege, den 4-Sterne-Scotty, der mit der Maus redet, den man sich auch als Pack holen konnte derzeit. Auch 4 von 4 eingefroren. Aber J.Dex. 2 von 4, die hole ich mir jetzt mal.
Mhm. Und Nummer 2. 4 von 4 Horta. 4 von 4 Wechselball Julien Begier eingefroren und 4 von 4 Lars eingefroren. Toll, das ist ein Wegwerkprodukt. So, Dr. Taylor, die ich in der Reise sogar habe, die ich im letzten Ding hier angeboten. Oh, ich nehme Cyborg, 4 von 4 Sternen und aber immerhin assimilierte Diana Troy mit 2 von 4. Da kann ich dann noch den dritten hinzufügen. Die ist nicht so schlecht, die kommt auf ganz gute Werte. Ich meine, mittlerweile auch eingefroren, aber sie ist an sich, hat sie gute Werte. Okay. So. Beim Rest schaue ich dann später mal. Okay. Ja, also. Ja, also gesagt, jetzt 35 durch. Packs aufmachen ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, darum habe ich auch schon gesagt, ich würde mich dann verabschieden bei meiner Aufnahme. So, noch eben verschmelzen die Charaktere. Ach, das ist übrigens Schizierdecks Spiegeluniversum. Nur um das der Vollständigkeit halber nochmal zu erwähnen. Mhm. Na, Prost. Ich habe jetzt 415 Charaktere unsterblich. 425 ist halt die nächste Schwelle. Und ansonsten, ja, gibt es wirklich nicht viel zu berichten. Verfolge, wo steht das denn nochmal hier? Hemde. 358 habe ich unsterblich. Und 300, voran, hallo. 375 ist bei mir der nächste Schwellenwert. Der ist noch ein bisschen weit weg. Aber du hast ja auch schon gemeint, du hast jetzt schon einige von den Lilanen, finde ja auch nicht mehr so viele. Ja, wenn ich in die Stasiskammer gucke, kann ich nochmal upgraden jetzt. Collections auf Seltenheit. So, dann gehen wir die ganzen Fünfer durch, die Vierer. So. Bei mir sind es 9, die mir noch fehlen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14. 14 sind es bei mir. Mhm. Da sind auch einige bei, die ich eigentlich gar nicht haben will, aber zwangsweise der Vollständigkeit halber irgendwann sammeln muss. Sowas wie, ich muss sie haben! Sowas wie die tollen Voyager-Charaktere namens Trevis und Flotter. Oder die Voyager-Charaktere Seven und Kim. Ein Scherz. Sind auch noch andere dabei. Keine Ahnung, die restlichen sagen wir alle geil. Okay, Nock erkennt man noch, aber Colonel Worf sagt mir jetzt so gerade gar nichts. Ist auch so ein reiseexklusiver Charakter. Oh, okay, gut, das kann dann wieder länger dauern. Buck Bokai. Hast du auch nicht? Buck Bokai habe ich nicht, ne. Okay, interessant. Nock. Ist der so kürzlich dazugekommen? Das weiß ich nicht. Naja, reiseexklusiv ist der nicht. Er sieht ein bisschen aus wie aus DS9 mit ihren komischen Baseball-Sachen da, weil er so eine Cappy da oben trägt. Ja, so ein Asiate ist das. Ah, okay. Hast du den? Nee, der fehlt mir eben auch. Ich gucke ja gerade nach, wie er ausschaut. April 2019 ist er dazugekommen, okay. Dann ist er wahrscheinlich noch nicht im Pack drinnen. Nein. Könnte ich mal raten. Die brauchen ja ein Jahr. Warum auch immer. Ich meine, wir reden hier von einem Handy-Game, ne? Naja. Mhm. Ja, und die anderen sind alle relativ neu. Sie sind erst zu kürzlich wieder auf den Geschmack gekommen, viele Vier-Sterne-Leute dazu zu holen. Also, Transporter Chief Rand war erst kürzlich dabei, Nock war kürzlich dabei, Bokai eben, Flotter und der andere. Der Photomortase Riker war vor kurzem erst. Bei Seven weiß ich jetzt gar nicht. Worf, reiseexklusiv. Ich hab Seven empört. Keine Ahnung, ob die auch neu ist. Wahrscheinlich, haben wir auch beide nicht. Ich glaube, die Wiener war auch neu.
Da hatten sie auch die Wiener Wochen in allen möglichen Ausführungen. Das Event hieß dann auch Wiener Ball, ne? Also Opernball. Ja. Und Solbar fehlt mir auch noch zum Beispiel. Oder Solbor oder so. Solbor, sowas. Das ist doch der Assistent von der Kai Winn. Kann der gut sein. Der am Ende von Hul Dukat umgebracht wird. Achtung, Spoiler. Der ist, glaube ich, auch neu. Das kann gut sein, ja. Der kam hinzu, ja, Oktober. Oh, das ist sogar sehr neu dann. Also ist der erst irgendwann in 2 Jahren im nächsten Zeitvertrag. Ja, super. Oh. Guti, dann. Von meiner Seite war's das. Von meiner auch. Wir haben auch 55 Minuten geschafft. Ich denke mal, das ist ein gutes Timing. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich halte jetzt auch beim nächsten Mal wieder ein. Zum nächsten Event. Und zur letzten Folge des Jahres wahrscheinlich. Ich bin gerade am Überlegen. Wann wir das machen und so weiter. Wollen wir es eventuell auf den Freitag schieben? Müssen wir mal gucken. Weil das ist der zweite Weihnachtsfeier doch. Da weiß ich nicht, ob ich hier bin. Sonst mache ich nur eine kurze Aufnahme. Weil ich weiß nicht, ob ich am Freitag Zeit habe, weil da eigentlich schon jemand andere gefragt hat wegen der Aufnahme. Achso. Ja, dann, weiß ich nicht, dann vorsichtshalber angenehme Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Falls es nächste Woche nicht klappt, ansonsten kriegt ihr die doppelte Packung mit guten Rutsch. Die doppelte Rutschpackung. Juhu. Der rutscht hier durch bis ins Jahr 2021. Das stand bei uns übrigens letztens in unseren E-Mails drin. Was? Unsere IT hat sich da leicht verdattelt. Unser Büro schließt am, was stand da drin, am 30. Dezember 2019 und wir stehen Ihnen am 2. Januar 2021 wieder zur Verfügung. Und alle so, yay! Alle so, yay, yeah, ein Jahr frei, juhu! War dann halt doch nicht so. Enttäuschung war groß. Sehr nett. Na gut, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss. Ciao.